im Juni bin ich mit 14 von den jungen Leuten aus unserem Programm nach Deutschland gereist. Wir hatten einen Austausch, also einen Soccer-Fußball-Austausch, und zwei Coaches aus dem Programm, die auch in den Slums arbeiten. Und davor mussten wir Pässe für alle bekommen. Und noch dazu haben wir dann erfahren, viele hatten nicht mal eine Geburtsurkunde, weil sie in den Slums einfach, die würden zu Hause, kamen zu Hause auf der Welt. Und manche, bei einer war das sehr, sehr traurig. Bis dahin hatte sie eigentlich nicht gewusst, und sie wusste das auch nicht, haben wir auch nicht erzählt, weil wir dachten, das wäre nicht richtig. Wir haben erfahren, dass sie eigentlich nicht die Tochter von ihrer Mutter war, weil die Mutter sie einfach auf der Müllhaube gefunden hatte und nach Hause genommen hat und auferzogen wie ihr eigenes Kind. Und nur weil wir dann einen Pass gesucht haben, hat sie dann sagen müssen, sie hat keine Geburtsurkunde, ich weiß nicht, wann sie geboren ist, ich habe sie dann und dann gefunden. Das sind die Situationen, das sind die Hintergründe, vor der wir stehen bei diesen Kindern. Und da haben wir dann, als wir da in diesem Gebäude da, wo man Pässe bekommt, da sind wir da gewesen alle, weil die mussten alle anwesend sein, damit die fotografiert werden, etc., etc. Und da kamen sie, so wie sie waren. Wir haben uns getroffen an dem Morgen und ich dachte, oh cool, wir treffen uns, habe mir gar nichts dabei gedacht. Ich war dann da pünktlich, alle kamen. Und dann habe ich gemerkt irgendwie, die sahen alle so dreckig aus. Die Klamotten waren irgendwie, die Haare. Und das hatte ich bis dahin nicht bemerkt, weil ich immer, wenn ich mit den Jugendlichen bin, bin ich bei denen in den Slums. Und da merkt man das gar nicht, weil es alles, da ist Müll überall, da merkt man das nicht. Ich habe meine Trainers an und bin angezogen für den Sport. Da habe ich nicht gemerkt und da war ich plötzlich so angezogen, weil wir wollen ja formell zu den Behörden. Und dann kamen diese Kinder an und dann merke ich, ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, wenn wir sie jetzt in die City bringen, also in der Stadt bringen, da stechen sie raus, wie wirklich, man hat bemerkt, dass sie anders waren. Und das war okay in dem Moment, es hat mich traurig gemacht, weil ich einfach gedacht habe, Mensch, ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, ich hoffe, es geht denen okay, es macht denen nichts aus. Aber dann habe ich gemerkt, dass die Behörden sie ganz anders behandelt haben. Und dann war ich richtig schockiert. Und da fragt man mich sehr häufig, ja, was ist mit diesem Nachnamen? An dem Tag habe ich es benutzt, weil die haben mich erwartet. Aber nicht 14, auf Englisch sagt man Urchins, also so wie die Kinder, die auf der Straßenkinder quasi, haben die nicht erwartet. Und da hätten, als die mit mir sprachen, haben die gesagt, oh ja, wir kommen in diesem VIP-Raum und so weiter. Und dann habe ich gesagt, super, weil ich will, dass die auch diese Erfahrungen haben, diese Kinder. Und dann plötzlich kam der Mann, sehr formell, Anzug und alles, sprach mit mir und plötzlich sagte, ob ich folgen sollte, da habe ich die Kinder auch dann mitgenommen. Wir sind dann gegangen und ich habe dann gesehen, wie sein Gesicht so fiel. Die kommen mit. Und ich habe dann auch nichts gesagt. Wir sind dann hochgegangen und zuerst haben die uns nur im Flur stehen lassen. Und da wollte er, dass ich mitgehe. Ich habe gesagt, nein, wir standen dann nur im Flur. Und ich bin sehr temperamentvoll. Da habe ich angefangen, mich zu ärgern. Und die Kinder, was für mich aber sehr traurig war, haben das nicht bemerkt. Die haben einfach da gestanden, für die war das ganz normal. Ich habe dann, weil ich, wie gesagt, in diesem Fall habe ich meinen Nachnamen benutzt und bin dann ein bisschen höher gegangen, habe dann auch was gesagt und dann haben wir dann auch einen Platz gefunden, was bequem war und auch schön war. Aber ansonsten waren die nicht an den Kindern interessiert und die Kinder haben das nicht gemerkt. Das war für mich das Schwierigste, dass die Kinder überhaupt kein Selbstwertgefühl haben. Die fanden das normal. Und ich habe mich so beschwert. Und bei sowas mache ich das ziemlich laut und öffentlich, damit die das bemerken. Meine Tochter ist immer so, oh Gott, meine Mutter wieder. Aber ich finde, das ist wichtig für junge Leute, das zu sehen, dass man sich wehren kann. Das, weil man als Individuum was wert ist. Und das war für mich dann wiederum so wichtig. Und habe dann verstanden, warum ich meine Arbeit mache und warum ich meine Arbeit so mache, wie ich es mache. Weil diese Kinder müssen lernen, dass sie was wert sind. Und im Moment, wenn jemand eine andere Lösung hat, soll er oder sie mir das sagen. Im Moment sehe ich, dass das mit dem Sport am besten geht. Und auch bei dem Sport kann man schmutzig werden.
Und man trägt ein Trikot, wenn man das Geld hat. Alle sehen gleich aus, es ist wie ein Uniform. Man kann fallen und irgendwie da dreckig werden und man merkt den Unterschied nicht.